die dritte Klasse. Hallo, meine Schüler und Schülerinnen, wie geht's? Wir haben heute Lektion 3. Heißt, wo wohnt ihr? Where do you live? Wo wohnt ihr? Wo wohnt ihr? Wir haben ein Grammatikthema, die Verben. Die Verben, Verbs. Wir haben heute Verbs und wir schauen die regelmäßigen Verben, die regelmäßigen Verben, die regelmäßigen Verben mean regular verbs, the regular verbs. Wir haben A, wie zum Beispiel schreiben, schreiben, schreiben. Mean write, write, schreiben. Schreiben mean write. Dann Nummer 2, malen. Malen mean paint. Malen, paint. Malen, paint. Dann spielen. Spielen mean play. Spielen. Schreiben. Malen, spielen, schreiben, malen, spielen. Dann, wir haben Ende, die Verben, wie zum Beispiel, wenn sie und wir zusammen konjugieren, wir schauen, ich ende e, schreibe, male, und so. Du est, schreibest. Du schreibest. Du malest. Und so. Er es und sie t. Schreibt, spielt. Wir schauen das ihm zum Beispiel auch. Dann wir und sie plural en. Schreiben. Malen. Ihr t. Schreibt, malt, spielt und so. Ich ende e, du est, er es und sie t, wir sie plural en, ihr t. Ich ende e, du ende est, er es sie t, wir und sie plural en, ihr t. Wir schauen hier, konjugieren zusammen, Verb spielen, malen, schreiben. Mit ich, du, er, es, sie, wir, sie, plural, ihr. Zuerst spielen, play. Mit ich, spiele, ende, e. Ich, spiele. Ich, spiele. Dann, du, es, de, spielest. Du, spielest. Du spielst. Ich spiele, du spielst. Dann mit er, es und sie ende t spielt. Er, es, sie spielt. Er, es, sie spielt. Dann wir und sie plural spielen. Wir und sie plural spielen. Wir und sie plural spielen. Ihr ende t spielt. Ihr spielt, ihr spielt. Noch einmal Verb spielen. Ich spiele. Wir hier mit en, kein en und wir benutzen i, s, t, t, e, n, t. Ich spiele, du spielst, er, es, sie spielt. Wir sie plural spielen, ihr spielt. Dann Verb malen. En auch. Keine. Und wir benutzen die Ende. Wie male. E. E. Ende. E. Ich male. Ich male. Du malest. Du malest.
es sie malt. Er es sie malt. Er es sie malt. Wer sie plural malen in der EN. Wer sie plural malen. Wer sie plural malen. Ihr malt. Ihr malt. Ihr malt. Noch einmal. Ich male. Du malest. Er es sie malt. Wer sie plural malen. Ihr malt. Dann Verb schreiben. Hier kein en und wir benutzen die Ende. Dann wie zum Beispiel. Ich schreibe e am Ende. Ich schreibe. Dann du schreibst. St am Ende. Du schreibst. Er, es, sie schreibt. Schreibt Ende T. Wer, sie plural schreiben. En. Schreiben wir sie plural schreiben. Ihr schreibt Ende T. Ihr schreibt. Noch einmal. Ich schreibe, du schreibst, er, es und sie schreibt, wir und sie plural schreiben, ihr schreibt. Dann die Beispiele. Nummer 1. Maha malt ein Bild. Maha malt ein Bild. Maha, sie malt mit T am Ende. T. Maha malt ein Bild. Maha paints a picture. Bild mean picture. Dann. 2. Was spielt ihr? Wir spielen Domino. Ihr. T am Ende spielt. What are you playing? Was spielt ihr? Mean what are you playing? Die Antwort, wir spielen Domino. Wir und Ende en. We play Domino. Was spielt ihr? Wir spielen Domino. Dann 3. Schreibst du einen Text? Nein, ich male. Schreibst du einen Text? Mean, do you write a text? No, I paint. Schreibst es dir, weil du hier in der Verb st. Und hier ich in der e. Male. Dann 4. Ich schreibe eine E-Mail. Ich schreibe eine E-Mail. Ich schreibe E. Ende E. I write an E-Mail. I write an E-Mail. Dann 5. Ahmed und Hani schreiben die Hausaufgabe. Ahmed und Hani, sie, plural. Schreiben, en. Ahmed und Hani, sie plural und in der Verb en. Die Hausaufgabe. Mean, Ahmed und Hani write the homework. Die Hausaufgabe. Mean in English homework. Dann 6. Ali spielt Memory. Spielt mit T, weil Ali er. Er. Pronomen er und dann t am Ende des Verbs. Spielt Memory. Mean Ali plays Memory. Noch einmal. 1. Maha malt ein Bild. 2. Was spielt ihr? Wir spielen Domino. 3. Schreibst du einen Text? Nein, ich male. 4. Ich schreibe eine E-Mail. 5. Ahmed und Hani
schreiben die Hausaufgabe. 6. Ali spielt Memory. Das ist der Ende. Danke. Tschüss.